Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute wieder eine Betonage und zwar R12. Schauen wir uns gleich im Detail an. Vorher noch ein Dankeschön für die Unterstützung zur Videoausrüstung an Frank. R12, 13 Restkelche. Fehlt nur noch R8. Der hat zurzeit ein besonderes Muster. Das schauen wir uns mit der Webcam an, die hier am ITS angebracht ist. Ja, R12 kann man hier nicht sehen, aber ich wollte nochmal auf K22 hinweisen. Da schätze ich die nächste Betonage, nämlich die Hutze. Das könnte auch diese Woche noch passieren, denn wenn ich es richtig sehe, haben wir heute Mittwoch. Und Donnerstag, oh meine Güte. Jetzt hat es mich echt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Also, wird noch diese Woche gegossen, ist meine Prognose. Die Hutze von K22. Und hier wollte ich auch nochmal reinschauen. Wir sehen Gerüstaufbau. Also bei K11 bekommt das Vesperäumle eine Deckenplatte. Übrigens auch bei R12 gleich mit. Das werden wir in der Schalungsfolie genauer sehen. Ja, und wenn die Woche rum ist und K22 seine Hutze gegossen hat, dann schätze ich mal, geht es an die Schalung für die Hutze von K15. Und man kann auch bei R8 weitermachen. Denn wir haben berichtet, da unten die Schwerlaststützen sind schon dran. Jetzt fehlt der Aufbau mit Gerüsten nach oben, mit den Schalungselementen. Und ich denke, wenn da im nördlichen Bereich, um den Nordausgang von SK24 herum, das alles fertig betoniert ist, dann wird die Manpower auf R2 8 stürzen. Hoppla. Ein hektisches Zoomen. Ja, der Weg sieht sehr vollständig aus. Schutzdach ist drauf, auch eingeschneit. Dann haben wir hier einen Schutzzaun. Der Anschluss unten ist realisiert. Und an der Brücke wird gearbeitet. Wir haben gestern das Video gesehen, das ich von hier gedreht habe. Es ist nochmal ein Brückenelement mit 5 senkrechten Stahlträgern. Also das sind dann die hier. Und dann ist noch mal ein kleines Stück mit einem Stahlträger. Könnten wir also vorstellen, das wird hier rüber gezogen. Dann liegt es hier auf an der Kante. Dann wird der andere Weg abgebaut und das kleine Stück noch eingelegt. Ja, und da hinten konnten wir gestern auch schön erwischen. Armierung ist fertig abgeschlossen. Die erste Schalungseinheit ist dran. Flügelbau der Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie ist fast abgeschlossen. Ja, danke für die Kommentare und auch die Hinweise, was man sonst noch filmen könnte. Also mit München bin ich gerade, also ich muss mir unbedingt die Bahncard 100 besorgen, dann könnte ich öfter nach München fahren zum Filmen. Aber ehrlich gesagt, jemand anders hat schon kommentiert, die zweite Stammstrecke zu filmen ist nicht trivial, es ist ja alles unterirdisch. Und die Idee, das Planetarium zu filmen, da muss ich gestehen, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, was ich zeigen könnte. Also an dem Weg hier hinten entlang sind wir schon oft vorbeigelaufen. Und das hier ist Baustellenbereich. Ja, vielleicht wird nochmal der Kommentar konkretisiert. Und jetzt gehen wir gleich zur nächsten Folie. Das ist die Webcam von der alten Bahndirektion. Übrigens ein Hinweis auf unserer Webseite
Auf unserer Webseite haben wir alle Webcams zusammengefügt mit Kommentaren. Einfach mal in der Videobeschreibung anklicken. Viele nutzen das ja schon. Ich wollte es nur nochmal für alle, die neu auf dem Kanal sind, erwähnen. Also R12 ist erledigt, K22 Hutze wird bald kommen. Ja, bei B4 haben wir gesehen, wurde ein Schadungselement herausgenommen oder zumindest ist es hier aufgetaucht. Kann man vermuten, es wird langsam bei D15. Nee, was sage ich denn da? Das braucht man woanders, wenn überhaupt. Naja, okay. Letzten Satz bitte rausschneiden. Wir schalten weiter. So, also das Element haben wir hier gesehen. Dann war es hier zu sehen. Naja, wir werden sehen, wo wir sehen. R12 ist betoniert. Da sehen wir die Pumpe. Inklusive dieser Deckenplatte hier bis zum Bonatzbau. Schauen wir uns noch die Schalungsfolie an. Ich kontrolliere nur geschwind nochmal. Alles richtig hier oben. Schalungsfolie. Also hier R12 mit dem Stück Deckenplatte und hier bei K11 das vorhin erwähnte Oberlichtgruppe wird begonnen. Und die Farbe gefällt mir noch nicht. Die muss nämlich richtig helles Gelb bekommen. Also die Oberlichtgruppen gab es in Visualisierungen mit Glasdeckel. Aber das wurde geändert. Es wird von unten die Aussparungen geben und dann mit künstlicher Beleuchtung. Ja, und K26 habe ich gar nicht erwähnt, aber in den letzten Videos schon oft. Ich schalte noch einmal zurück. Da gibt es noch, näher schreibst bitte in die Kommentare exakt. Also ich sage jetzt einfach mal 3 Lagen. Hoppla, was ist heute los? Näher weiß es ganz genau, der schreibt es da noch rein. Und dann ist K26 fertig, wie schon oft erwähnt. Es gibt hier keine Hutze. Also das wird dann die Oberkante sein. Wenn das hier längs ist, ja, dann schätze ich noch 2 Lagen, nochmal eine quer und dann die letzte längs. Oder es sind noch 4, was ich jetzt aber nicht glaube. Nia hat es ja ganz genau beschrieben, dass hier bei den 4 Kelchen mit beziehungsweise ohne Hutze zur Verstärkung eine Lage mehr drin ist. Und ja, das wird also auch nicht mehr so lange dauern. Ja, und B3, da ist die Unterbewehrung soweit fertig, schätze ich mal. Naja, vielleicht kommt noch was drauf, aber es muss jetzt noch ein bisschen was eingefügt werden, das dann mit unten drin steckt und dann wird die untere Ebene betoniert. Ausgegossen mit Weißbeton. Nochmal zurück zur Schalungsfolie. Also hier B3, das ist dann dieser Teil hier unten. Übersichtstabelle, also R12, es wird wirklich wenig. Und dann noch die Schwindgassen und dann geht es bald los mit den Glasgittern. Ich schätze mal im Sommer, wenn es fürs Filmen auch ein bisschen wärmer ist.
Ja, schauen wir uns noch den Manfred-Rommel-Platz an. R8 hat eine sehr schöne Schneestruktur und hier hinten ist R12 in Arbeit. Kann für den heutigen Tag als abgeschlossen markiert werden. Ansonsten hatten wir keinen Einblick. Hier bei K11 ist ja jetzt diese Deckenplatte in Arbeit und die daneben kann man nicht sehen. Aber wir werden es bemerken, wenn mal eine Pumpe da steht. Beziehungsweise, wenn hier gearbeitet wird, das fällt ja dann auch auf. Noch ein Blick in den Monatsbau. Geotextil hier noch weiß zu erkennen, ist ausgelegt worden. Und dann wurde das Material hier aufgefüllt. Ich habe es gestern mit Schotter bezeichnet. Aber so genau weiß ich jetzt auch noch, was es ist. Sieht ein bisschen feiner aus. Naja, Hauptsache es wird gebaut. Gerüst wird erweitert. Hier die Seiten fehlen noch Richtung Kamera. Und der letzte Blick auf die mit der Tüchelkamera auf BA 21 inklusive dem Flügelbau. Also hier, wie vorhin erwähnt, die erste Schalung bzw. Schalungen für diesen kurzen Abschnitt bis zur ersten Stütze sind drin. Drei Stützen sind hier insgesamt zu sehen. Muss also jetzt noch schön mit Schalung eingebaut werden und dann wäre der Flügelbau abgeschlossen. Und damit bin ich auch am Ende des Videos. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!